Heute machen wir eine kleine 30-minütige Anzug-Session von The Crew 2. Das Spiel gibt es kostenlos im PlayStation Plus Abo und ich persönlich habe das verpasst und wollte es mal anzockeln, weil ich denke, das ist ein cooles Spiel. Ich mag Rennspiele, habe schon einige gespielt, vor allem wenn sie halt Fun machen, wenn sie reinziehen. Und ja, schauen wir mal gemeinsam, ob das gute Spiele ist oder nix gute. Kommentier, sag deine Meinung und wenn du schon Erfahrung hast, dann umso besser. So, neues Spiel. Okay, ich glaube, mit der Musik müssen wir aufposen. So, wir können hier einen Charakter auswählen. Gibt es hier einen Glatzi? Sag bloß, es gibt hier keinen Glatzi. Das gibt's doch nicht. Okay, nimm mal diesen Hipster mit Hipster-Frisur. X halten. Zack. Okay, Jungs, na los, beeilt euch. Es geht bald weiter. Yo, 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 was geht ab, ey, yo? Jungs. Oh yes, Baby. Willkommen in der Stadt, die niemals schläft. Mhm. In diesem Event wird New York von Rennfahrern übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das Aha. ist eine Stadt, das ist ein Spielplatz für die besten Piloten und Fahrer von heute und morgen. Oh, Piloten sogar. Okay. Mhm. Porsche. Oh yes, Baby. So, wir machen jetzt erstmal die Mucke aus. Gehen wir mal auf Audio und machen Musik weg. Nicht, dass wir hier Probleme kriegen. Schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das steuert. Wie gesagt, normalerweise mag ich Autorennspiele, wenn sie gut sind. Hab immer wieder mal gesehen, so das Game, aber nie richtig zum Zocken gekommen. In dieser Saison treten talentierte Newcomer gegen bekannte Stars an und erhalten ihre Chance, all die okay, die Steuerung ist so. Zu beeindrucken. Und ja. Mir, sie sehen alle so ein bisschen Need for Speed mäßig, würde ich mal sagen. So. Arcadig. Die Fans bei Laune. Und darum geht es ja. Werde Rennfahrer, setz dich in Szene und sieh, wie deine Followerzahlen explodieren. Oh. Also die Steuerung gefällt mir nicht, muss ich sagen. Die ist nix gut. Da hätten sie ja besser machen können. Aber man gewöhnt sich, denke ich, mit der Zeit. Hauptsache ist motivierend. Also ich bin gespannt, ob das motivierend ist. Apropos in die Luft gehen. Seht euch diesen Sprung an. Da habt ihr es. Die Zahlen gehen durch die Decke. Oh yes, Baby. Die Abo-Zahlen gehen durch die Decke. Nach diesem Spiel haben wir dann 100.000 Abos. Oh yes, Baby. Oh. Ah, Follower. Wir haben schon 358 Follower gemacht, da oben rechts. Homo Heul. So muss man Abos machen. Leute, abonniert. Für einen guten Zweck. So. Oh, yes, Und Baby. Jetzt wird es bei Live Extreme. Okay. Was geht denn jetzt ab? Okay, das taugt mir. Dass man hier so verschiedene Fahrzeuge hat. Boote und. Oh, cool. Heul. Also, mir taugt's. Steuerung muss man sich halt gewöhnen. Was ist jetzt passiert? Okay, die Wellen schubsen mich so ein bisschen. Oh, ich kann Nitro machen. Baby! Follower gewinnt man natürlich, indem man sieht. Oh! Das ist nicht der Einzige. Mach einen spektakulären Stunt wie diesen und die Fans kommen in Schwung. Oh yes, Baby! Ah, da sind die Fans. Unten links haben wir Nitro-Anzeige. Wie fühlt sich mit der Zeit? Wuhu! Ja, taugt mir. Also kann man nichts so hoch. Vor allem kostenlos. Wuhu! Cool. Boot kann man sogar fahren. Heftig. Wir haben jetzt in letzter Zeit 4 coole Spiele schon gefunden beim Anzocken, die ich verpasst habe. Kann ich dir empfehlen, da rumzugucken am Kanal. Richtig coole Games. Okay. Oh, jetzt fliegen wir wahrscheinlich. Für das große Finale legen wir noch einen drauf.
Ja, wir fliegen. Das ist ja voll verrückt. Das ist cool. So ist das heutzutage. Nur ein guter Fahrer zu sein, reicht nicht mehr. Man muss nicht nur auf, sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien präsent. Es ist ja eine einfache Rechnung. Je mehr man muss in den sozialen Medien präsent sein. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Und ist großartig nicht das, was wir alle wollen? Ja, wollen wir. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Von Followern und noch mehr Social Media, Baby. Oh yes, Baby. Oh yes. Aus dem Herzen von New York City. Das Motorrad wahrscheinlich. Dies ist die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Ja. Okay, The Crew 2. Ja, schön, kann man nichts sagen. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns Hipster reißen, aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt. Und okay, Motorrad gibt's anscheinend nicht. Es geht um Street Racing, Offroad, Pro Racing. Oh, Motorrad. Wir können mit Freestyle machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst und los. Machen wir Freestyle. Willkommen zur Motor Nation. Willkommen zur Motor Nation. What? Wir haben hier vier Möglichkeiten, die Sache ins Rollen zu bringen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen? Offroad, Baby. Cool, dass wir wählen können. Hey du, ich bin ja Mike Palmer. Hallo. Kennst du mich? Nein, ich kenne dich nicht. Show. Ah, deine Show, okay. Abseits der gesteckten Pfade fährt. Und ich bin ein Hipster. Kennst du mich? Worum's geht? Ich bin ein bekannter Social Media Experte. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst an ein paar echten Rennen teil. Mhm. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn zurück und leb wohl. Okay, cool. Aber du verlierst doch nicht, oder? Nee, Digi. Ich bin ein Hipster. Hipster verlieren nie. Die haben so coole Frisuren, dass alles zu spät ist. Ja, der unterschätzt uns wieder. Ah, jetzt sieht man meine Frisur nicht. Ich habe jetzt einen. Ich habe da einen Helm auf. Schade. Wuhu! Moment. So, 4%. Wir haben links oben eine Anzeige. 9. Uppa! Okay, das ist easy bis jetzt. Oh, Baby. Jetzt habe ich irgendeinem Farmer den Zaun kaputt geschlagen. Okay, und jetzt? Wo ist die Karte? Ah, bleibt rechts musste ich. Da bleibt. Sieht man doch. Eieieiei. Ja. Okay. Baby. Schön Lachgas-Einspritzung. Oh, yes. Oh, Kaktusse. Oh, Baby. Nitro. Nee, also ist ein schönes Spiel. Kann man nichts suchen. Von mir absolute Spielempfehlung. Also, ich werde es auf jeden Fall ein bisschen zockeln. Macht Spaß.
Also, das ist wie Urlaub machen. Rennspiele haben auf mich immer so eine Wirkung, als würde ich in Urlaub fahren. Wuhu! Oh yes, baby. Oh yes. 84%. So, wir haben's. Yippie! Nicht schlecht, nicht schlecht. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft plaudern. Aha. Komm, wir haben sogar vor den Fehler gemacht. Mach keinen Fehler. Und trotzdem. Oh, Follower haben wir bekommen. Hammer geil. 3200 Follower. Homo heul. Willkommen zur Offroad Family. Yes, Mann, ich bin jetzt offizielles Mitglied. Hey, sieh einer an. Du hast es geschafft. Ja, was hast du gedacht? Was trinkst du da für ein schönes Getränk? Willkommen in unserem kleinen Offroad-Paradies. Du findest jeden hier. Macht Werbung. Mudder, Mountain Climber und echte Sieger. Mhm. Und ich wette, zur Letzteren wirst du gehören. Der Irre ist Tucker Morgan. Aber jeder nennt ihn Tuck. Er hält sich für eine große Nummer. Aber wir zeigen dem Baumknutscher mal, wie falsch er liegt. Der trinkt auch dieses Getränk. Er erkundet gerne die Gegend. Das tun die meisten hier. Und das ist ihr Fehler. Die sollten sich lieber aufs verdammte Rennen konzentrieren. Mhm. Ihr Fehler, unsere Chance. Deine und meine. Und wie ich schon sagte, du kannst Red Bühl gehen und dir das Auto holen, das da auf dich wartet. Red Bühl Auto. Investition in deine Zukunft. Den Rest davon, den musst du dir verdienen. Mhm, ich mach Fotos jetzt gleich am Auto. Nacktfotos. Neue Disziplin. Oh, Rally. Oh yes, baby. Cool, also ich mag das Spiel, sehr motivierend gemacht. Red Bull. Wir haben Red Bull, dann haben wir hier Alpha Evo, Mercedes, Ford Focus. Können wir alles nehmen, oder was? Nehmen wir Nissan. Nissan ist ein schönes Auto. Oh, kann ich nicht. Okay. Ja, wieso zeigen sie mir dann die ganzen Autos? Was soll das? Okay, wir können nur Red Bull nehmen. Okay, nehmen wir Red Bull. Und dann fahren wir. Heul. Alter. 19 neue Aktivitäten. Dieses Magazin will, dass wir Fotos für sie machen. Du siehst, aha, was sie im Fotoalbum haben wollen. Es muss nicht sein. Aber es wäre leicht verdientes Geld. Okay. Rally. Drifter. Nein, Drifter will ich nicht. Was haben wir hier? Rally. Das ist gut. Rally ist gut. Bei diesem Rennen fährst du ein Mercedes Pickup. X-Klasse. Genau wie die Konkurrenz. Das heißt, es kommt auf den Fahrer an. Und aha, das sage ich, weil ich weiß, dass du der Beste da draußen bist. Ja, komm, hör auf. Hör auf. Junge. Schmeichel mir nicht so viel.
Ich hab doch gesagt, nix Mucke. Audio. Musik. Hä? Radio. Okay. So, wir holen ihn ein. Schaffen das. Yippie! Schwierigkeit ist auf jeden Fall echt easy. Alter. Oh yeah. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Oh baby. Ah. %57. Boah, Alter. Oh yes. Oh yes, baby. Oh. Zwei noch sich. Oh. Bin der beste Fahrer. Das weiß er. Oh yes, baby, komme ich hier durch? Ah, oh, schade. Wollte eine Abkürzung nehmen. Vielleicht können wir noch Motorrad probieren. So, das Rennen haben wir auch. Also Schwierigkeit ist echt easy. Schön noch hier reingekracht. So, Follower nochmal schön. Money. Hol sie dir. Wir können sie sicher brauchen. Sehr gut. Echt schwer das Spiel. So. So, Mercedes haben wir bekommen. X-Class. Okay, und jetzt? Hörst du das Piepsen? Das ist dein Radar, der anschlägt. Das okay. Heißt, dass da eine Live-Belohnung ist, die du einsammeln kannst. Eine Live-Belohnung? Du bist, desto schneller das Piepsen. Versuch's zu finden. Okay, hab ich. Sag ich! Sagen sie es nicht, sag ich! Eine Live-Belohnung. Oh, Baby. Es piepst so, so cool. Oh ja, komm, komm, pieps, pieps, pieps. Pieps, 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 pieps. Oh, okay, es wird langsamer. Pieps, pieps, pieps. Wo ist die Belohnung? Das Radar funktioniert nur unterwegs. Also fahr los, wenn du die Live-Belohnung finden willst. Wieso piepst er nicht mehr? Piep, piep. Blätzucker, wo ist das versteckt? Fahr die zusammen. Okay. Mann, wo ist dieser? Wo ist die Live-Belohnung? Du
kannst die Karte öffnen, um zu sehen, ob irgendwo Aktivitäten verfügbar sind. Du kannst aber auch einfach rumlungern. Rumlungern kann ich. Ich lungere jetzt mal rum. Gehen wir mal dahin. Stauben wir mal nochmal ein gratis Fahrzeug ab. Ja, das Spiel ist nicht schlecht. Also ich finde es schon motivierend. Ja, wen haben wir denn hier? Ja, ich bin der Hipster. Du kennst mich nicht, oder was? Ah, das ist jetzt seine Show hier. Oh, BMW. Oh, yes, baby. Wenn sich das für dich verlockend anhört, musst du mir etwas zeigen. Ich leih dir einen Wagen, aber fahren musst du selbst. Aha. Gewinnst du, bist du dabei. Okay. Denk daran, der ist nur geliehen. Keine Kratzer. Gib mir einen Ford Focus, das reicht mir. Ui, hey, übertreib mal nicht. Oh, was haben wir hier? Ein Porsche haben wir gleich gekriegt, okay, passt. Das reicht mir auch. Ein Porsche reicht mir auch. Das kann ich verwenden, das Spielzeugauto. Okay, let's go, baby. Oh, yes, baby. Oh, yes. Also, das Wichtigste ist halt bei dem Game, es ist echt motivierend. Also, und das ist, denke ich, die Hauptsache. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, ob du das Spiel kennst oder wie es dir bis jetzt gefällt. Oder besser gesagt, je fehlt. Also, ich find's gut. Mir ist immer so die Motivationskurve am wichtigsten. Prozentl. Kriegen wir einfach mal einen Porsche geschenkt, passt. Wuhu, Baby! Oh, yes. Oh, yes, Baby. Oh yes. Ja, an die Steuerung gewöhnt man sich schon mit der Zeit. Oh. Okay, 90. Cool, geiles Game. Ich würde mal sagen, machen wir noch so ein Bootrennen. Okay, du hast es geschafft. Komm mit. Natürlich habe ich es geschafft. Ich bin doch Hipster. So, jetzt können wir rumlungern. Street Racing. Wir sind ein echter Street Racer jetzt. Ui. Du bist echt gut gefahren. Du hast dir dein Ticket zum Spot verdient. Ja, danke. Da hängt immer die Street Racing Community ab. Ich gehöre zu denen, die die Sache legal machen wollen. Mhm. Falls du das auch willst, könnten wir uns ja helfen. Ja, ich helfe dir. Dieser Bursche hingegen will, dass wir auf der Straße bleiben. Er heißt Edgar Marquez, aber nenn ihn lieber Tio. Er ist hier der ungekrönte Champion, der König der Viertelmeile. Nimmst du es mit ihm auf, dann wird dir das alles abverlangen. Lieber nicht, ich hab Angst. Du hast Talent. Aber das Talent? Das ist pure Arbeit. Als Belohnung für deinen Sieg. Mhm, danke. Die anderen bekommst du allerdings nicht so leicht. Du musst sie kaufen. Gewinne Rennen, erlange Ansehen. Mhm. Die stehen alle möglichen Spielzeuge zur Verfügung. Oh yes, baby. Ich liebe Spielzeuge. Du musst fahren und gewinnen. Jetzt schnapp dir deinen Wagen und zeig, was du drauf hast. Ja, ich zeig gleich. Viele Unfälle ich bauen kann. So. Schnappen wir uns. Ja, lass mich jetzt. Kurze Dirken. Neue Disziplin. Street Racing. Oh yes. So. Oh, ich muss noch zum Auto rennen. Was soll das? Okay.
So, was ist das? Mazda oder was ist das hier, Blödsinn? Mazda, ja, MX-5 von 2016. Oh, weiß. Das schaut heiß aus. Gratis-Fahrzeug. Oh, yes. Nichuja себе. Cool. Weißt du noch, wie wir unsere Karren pimpen wollten? Ja, Pimper. Meinige Pimpernickel. Ah, ja, I like Pimpernickel. Okay. Was haben wir hier? Dallas Rush Street Racing. So, machen wir letzte Fahrt. Also von mir auf jeden Fall eine Spielempfehlung. Sehr gut Game. Fahrzeug wechseln, hä? Ah, jetzt. Ui, Motorradl. Der lebt aber gefährlich. Ui, bei Regen. Hammer, Heul. Okay, let's go. Es geht gegen die Zeit. Zeig uns spektakuläre Moves. Okay. Oder sind das Kisten? Muss ich sie einsammeln? Ah, ich muss sie einsammeln. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Alle Pfähne noch da? Die Geräusche sind cool. Real cool. Ja, beruhig dich. Oh, yes, baby. Netter Sprung. Cool. Wir haben jetzt am Anfang ein paar verpasst. Heul. Ah, schade. Wer sich das ausgedacht hat. Oh, die Stoßdämpfer. Ja, beruhig dich, Junge. Wir halten es schon aus. Oh yes, baby. Alle Zähne noch da? Ja, alle Zähne sind noch da. Oh, der schöne neue Lack. Ja. Netter Sprung. So. Halte durch. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Clown. Die Zeit wird knapp. Yes, baby. Ja,
Jetzt haben wir ein bisschen reingezockelt. Schreib mal deine Meinung in die Kommentare. Ich find's cool. Schau dich am Kanal um. Dort sind einige gute Überraschungen, die wir entdeckt haben in letzter Zeit. 4 Spiele, die wirklich gut waren, die ich fast verpasst habe. Ansonsten abonniert den Kanal und wir sehen uns in weiteren Videos.